Grüezi miteinander! Herzlich willkommen zum fünften Teil des Antonov 24 Tutorials. Es geht im fünften Teil eigentlich nur um ein Patch und um Dinge, die ich vergessen habe in den letzten Teilen. Und wir würden das jetzt gleich mal nachholen. Das ist hier die Hotfix-Seite auf dem explain.org Forum von Airbus A340-642. Das ist der Hotfix für die Felis Antonov 24-101. Ihr könnt das normal hier runterladen. Da geht die Mega-Webseite auf und ihr müsst diesen Key da eingeben, um den Download zu decrypten, zu entschlüsseln. Und ihr schreibt dann auch ganz einfach, wie ihr das machen müsst. Ihr müsst das natürlich runterladen. Vorher braucht ihr natürlich die Antonov 24 von Felis. Auch dieser Link ist nochmals verlinkt in meiner Description drin. Dann sollte man den ZIP-File öffnen und diese drei Ordner in den eigentlich Fliegerordner reinkopieren und bei Aufforderung die Dateien überschreiben. Auf der linken Seite ist mein Download-Ordner mit dem Antonov-Patch und auf der rechten Seite mein Explain-Folder mit der Antonov-Verzeichnung, mit dem Antonov-Verzeichnis. Und wir machen, so wie er es beschrieben hat, einfach das ZIP-File auf. Darin verbirgt sich ein Unterordner, Felis Antonov 24RV, machen wir auch auf. Da gibt es hier diese vier Objekte, einmal der Flieger selbst, die Antonov 24 ACF. Und natürlich solltet ihr jetzt von eurem Antonov-Flieger, von diesem Ordner, eine Sicherung machen vorher. Das habe ich auch bereits. Und dann könnt ihr das ACF-File einfach da rein verschieben und bei der Aufforderung setzen. Dieses .dstore braucht ihr nicht, sondern ihr braucht dann nur noch die Liveries. Auch das einfach da rein kopieren und Dateien im Ziel ersetzen. Dasselbe mit dem Custom Avionics. Da Ziel ersetzen. Dann könnt ihr es schließen. Okay, dann wollen wir mal das Flugzeug mit der APU aufstarten. Nach der Installation könnt ihr folgendermaßen vorgehen. Das ist genau gleich wie im Teil 1. Wir schalten um hier auf Batterie. Die PO57 und PT1000 wird eingeschaltet. Und wir holen uns das Menü. Wir brauchen am Anfang ein bisschen Strom von der Ground. Nehme all die Abdeckungen weg. Und dann schalte ich einfach wieder das Menü aus. Und wenn jetzt die APU da ist, wechsle ich hier diese zwei Schalter auf Ground. So, das Leuchten wieder, diese leuchten auf Grün. Das passt. Schalte noch das Feuersystem ein, der Triebwerke. Und jetzt wechsle ich auf diese Ansicht. Da vorne, wir schalten alle Fuel Indicators an, also das ist immer noch wie im ersten Teil des Tutorials, nur dass wir jetzt, anstatt dass wir die allen Fuel Pumps einschalten, schalten wir nur die rechte Seite ein. Im Schubhebel, wenn wir den Schubhebel der APU, das ist der dritte Hebel, bis nach vorne stoßen und dann könnt ihr wieder das nach hinten einrasten. Das bleibt jetzt hier offen. Und auf der linken Seite zuerst die Firewall der APU einschalten. 3 Sekunden warten, bis es grün ist. Dann den Main Switch auf Start. Hier auch den Starter auf Start. Und hier den Startknopf kann man jetzt drücken, den Deckel wegklicken. Einmal drücken. Und jetzt kommt bereits die APU. Denn das hier an der RPM-Anzeige. Es ist schon klar, dass wir jetzt das nicht reihenfolgskonform machen.
wir müssten jetzt dazwischen natürlich noch das Flugzeug beladen und mit Treibstoff betanken. Das heißt, wir machen jetzt ja auch diese Anzeigen, haben wir nicht gemacht. Es geht jetzt nur darum, wie man die Reihenfolge oder welche Reihenfolge man einhalten sollte, damit man die Triebwerke über die APU starten kann. Ich werde das Flugzeug auch nicht trimmen. So, wenn wir den APU haben, also die APU ist jetzt hochgefahren, man kann hier jetzt noch ganz jetzt mal lustig hier mit dem Schubhebel spielen. Man seht, oder ihr seht, dass da die Umdrehung sich vergrößern. Man kann es aber ganz zurücklassen, das passt. Wir wechseln wieder ins Upper Panel, schalten den APU-Generator ein und hier diese Knöpfe wieder auf Batterie bzw. Start from GS24. Wir können jetzt noch die Anzeige hier wechseln. Wir sehen, bei GS24 haben wir nahezu 30 Volt. So, wir holen uns wieder das Menü, die 131.8 und entfernen die Ground Power. Das Menü kann wieder weg. Dann würden wir die Triebwerke einschalten. Als erstes würde ich hier den Vibration Control einschalten. Wir sind jetzt auf APU, das heißt, sie zapft jetzt auch Treibstoff ab. Wir schalten alle Fuel Pumps auf On, also auch jetzt die linke Seite, und wechseln jetzt wieder auf die ganz linke Seite, machen die Starting Engines Kappe auf, machen den Starter hier auf Start, wählen das rechte Triebwerk, Ground Switch auf On, und jetzt können wir drücken und die Aero Oper müsste jetzt kurz weiß anzeigen. Wir wechseln wieder auf diese Ansicht. Der rechte Schubhebel sollte wieder auf ungefähr 18% nach vorne geschoben werden. Hier auf diese Anzeige achten. Wir können das hier vergrößern. Und wir sehen jetzt hier, die Umdrehung erhöht sich, bleibt kurz bei 40%. Die STG-Fail-Lampe erlischt von der rechten Seite. Und jetzt müsst ihr kurz warten, noch nichts machen, weil langsam steigt die Umdrehung des rechten Triebwerks. Und ungefähr so ab 70% ist sie dann safe. Jetzt in diesem Bereich können wir den Schubhebel wieder ganz nach hinten drücken und wir machen dasselbe mit dem linken Triebwerk. Wir wählen das linke Triebwerk aus, drücken hier auf den Starter, sie beginnt sich zu drehen und wir wechseln hier zu dieser Ansicht, Schubhebel von der Number One auf 18%. Und auch da schauen wir mal zu, bis sie steigt. Ihr seht, die Temperaturen gehen kurz hoch. Sie bleibt ungefähr bei 40 gut stehen, der Zeiger. STG-Fail-Lampe erlischt aber. Und dann einfach geduldig noch nichts machen am Gashebel sozusagen, also am Thrust-Lever. Einfach abwarten, bis sie sich erholt oder bis sie sich fasst. Und jetzt kommt sie und sie steigt. Prozent. Schubhebel zurück. Bot Engine Stable. Upper Panel wechseln. Beide Generatoren einschalten. Können die APU Generator off und den Rest, die AC Generators, können wir auch einschalten. Wir wechseln wieder auf die ganz linke Ansicht. Ground Switch schließen.
Starter Engine Selector auf Neutral, Starter Switch auf Off oder Engine Dry Starting und man kann die Kappe schließen. Danach das, was bereits im ersten Teil gezeigt wurde, ganz normal hier die Switches auf On, künstliche Horizonte, die Radio Altimeter und so weiter. Nicht vergessen, die APU läuft noch, die müssen wir schließen, die nimmt jetzt auch Treibstoff vom Flugzeug. Einfach hier die Switches auch auf Off, Kappe schließen. Das Stopp-Knopf funktioniert nicht, man kann es drücken, sie fährt nicht runter, aber hier kann man einfach die Fire Valve auf Closed 3 Sekunden warten und jetzt wird sie heruntergefahren. Das war's mit den Engines, die laufen, die sind alle stable. Kann jetzt eigentlich die Jokes entfernen und fliegen. Was ich glaube ich beim dritten oder vierten Teil noch vergessen habe, da hat mich der YouTuber Herr Gizmo darauf aufmerksam gemacht, ist, dass man die Kompasse noch alinieren sollte. Wir haben jetzt diese Kompasse eigentlich bereits auf diesen Kurs, aber hier gibt es diesen Knopf, den Fast Switch, den müsste man gedrückt halten, so dass alle Kompasse sich in derselben Richtung oder in derselben Richtung zeigen. Das habe ich auch schon gezeigt, hier den künstlichen Horizont, aber das ist jetzt so quasi noch das kleine Detail. Jo, das war's eigentlich schon mit dem Aufstarten unter APU. Dank diesem Patch funktioniert es jetzt. Wie gesagt, das ist ein inoffizieller Patch, funktioniert aber sehr gut. Einfach noch vorsichtig sein, es passt zu dieser Version. Das ist immer noch dieselbe Version, die ich anfangs von den Tutorials gezeigt habe. Es kann sein, dass jetzt dann bald vielleicht auch mal eine neue Version herauskommt und dann wird dieses Video eigentlich wiederum ein bisschen obsolet oder sehr wahrscheinlich wird es obsolet sein. Aber das einfach jetzt zum Zeigen, wie das mit der APU funktioniert. Ja, ich hoffe, es hat gepasst mit diesem letzten Tutorial der Antonov. Ich denke, mit dem kann man diese Tutorial-Serie abschließen. Falls da noch Fragen sind, könnt ihr mir das in den Kommentaren oder im Discord stellen. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.